willkommen, liebe Gäste, zur 48. Veranstaltung in unserer Reihe Gedrucktes. Ich freue mich, dass Sie trotz dieser Hitze gekommen sind und ich hoffe, dass wir das auch einigermaßen aushalten hier in dem Raum. Da oben sieht es zwar aus wie eine Klimaanlage, ist aber keine, aber vielleicht stellen wir uns das einfach vor. Wunderbar, dass heute Wolfgang Kohlhase gekommen ist. Ich bitte Sie noch einmal, ihn herzlich zu begrüßen. Das Buch heißt Um die Ecke in die Welt. Und es ist also kein Roman, auch kein Drehbuch. Es sind einzelne Stücke über Filme und Freunde. Und wir werden ein bisschen reden, ein bisschen aus dem Buch vorlesen. Wenn Sie mögen, können Sie Fragen stellen, Bemerkungen machen, Ihre Meinung sagen. Ich war mal bei einer Veranstaltung, da muss ich immer dran denken. Lange her mit Michel Friedmann, als er noch sozusagen vor seiner Katharsis. Und da sagte jemand seine Position und da sagte er, Ihre Frage. Und dann sagte dieser Bürger, ich habe keine Frage, ich habe eine Meinung. Also Sie können bei uns auch eine Meinung haben, wenn Sie mögen. Und das können wir dann im Laufe des Abends machen. Und Sie wissen auch, wenn Sie Lust haben, können Sie dieses Buch auch käuflich erwerben. Es ist ein solides Buch, also kein Paperback. Vielleicht hat es der eine oder andere auch schon oder Sie haben andere Dinge, wo Sie dann auch ein kleines Autogramm haben möchten. Wozu Stifte haben wir dann parat, das kriegen wir hin. Ja, Wolfgang Kohlhase, Sie kommen, wie man so sagt, aus kleinen Verhältnissen. Ihr Vater war Maschinenschlosser und Sie haben mal über Menschen wie ihn gesagt, dass er zu den Leuten gehörte, die immer mehr Suppe gegessen haben, als sie auslöffeln. Immer weniger Suppe gegessen haben, als sie auslöffeln musste. Und wenn man so ihre Filme sieht, dann kann man sagen, sie kennen so die Seele der Deutschen. Sind die Deutschen mehr als andere Völker bereit, jede Suppe auszulöffeln, die ihnen hingestellt wird? Von Herrschenden? Ja, große Frage. Ich weiß es nicht. Also so direkt kann ich da nicht Ja oder Nein sagen. Weil Also, ich glaube, die Leute werden in ihr Leben geworfen und wenn sie das überhaupt verstehen, dass sie in das Leben geworfen werden, ist es schon halb vorbei eigentlich, wenn ich so an. Weil die Freiräume sind nicht so groß, insofern hat mich das immer interessiert, dass man streng genommen, man hat nicht die Abenteuer, die man sucht, man hat die, die einem passieren. Das ist so, das geht vielleicht vielen Leuten so. In dem Buch ist ja hinten eine beeindruckende Filmografie, also die Aufführung oder Aufzählung aller Filme. Ich hoffentlich wurde keiner vergessen. Weil Sie gerade von Abenteuern gesprochen haben, welcher Film war denn Ihr abenteuerlichster Film? Von denen, die ich gemacht habe? Von denen, die Sie gemacht haben, ja, die Sie selbst gemacht haben. Ja, das kann ich eigentlich auch schwer sagen, weil man wird oft gefragt, was ist denn Ihr Lieblingsbuch oder was ist der schönste Film? Nach Liebling habe ich nicht gefragt. Nee, haben Sie nicht gefragt, oder der abenteuerlichste Film? Oft ist es der letzte, weil der kommt einem jeweils am schwierigsten vor, an dem man gerade sitzt. Die anderen waren leichter. Ich kann nur sagen, ich kann nur ein paar wichtige Leute nennen, mit denen waren die Abenteuer verbunden. Man macht ja Filme nicht allein, sondern auf gesellige Weise. Also ein Abenteuer in diesem Sinne meine ich voll von Eindrücken oder von auch unerwarteten Erlebnissen war die Zusammenarbeit mit Konrad Wolf zum Beispiel. Und einfach
am Beispiel eines Menschen, eines Gesichtes, eines Lebenslaufes zu sehen, welche deutschen Wege es gegeben hat und wer alles zur deutschen Geschichte gehört und was das für Leute waren. Das war für mich eine große Bereicherung, weil ich meine, Berlin kannte ich, aber das hatte wieder einen ganz anderen Hintergrund, wobei ich meine, Berlin ist wiederum genug Abenteuer. Mein ganz persönliches Abenteuer ist eigentlich die Nachkriegszeit. Man könnte sagen, das Abenteuer meines Lebens ist, dass nichts aufhörte im Jahre 45, wie uns immer und immer wieder gesagt wurde, dann ist aus, wenn die Russen kommen, sozusagen. Und viele Leute hatten ja auch Grund, das zu glauben. Das große Abenteuer war, da hörte nichts auf, da fing was an. Und man wusste nicht genau, was anfängt, aber dass etwas anfängt. Und ich war 14, also 14 und etwas fängt an, ist ungeheuer. So, dann hat sich der Anfang, dann kam ein anderes Denken ins Land. Ich beziehe mich jetzt nur auf Berlin und das radikalste Denken kam aus dem Osten. Einfach in dem Sinne, als die nicht nur nachdachten im Osten über die Verirrung der deutschen Seele, sondern auch über die deutsche Industrie. Und darüber nachzudenken, davon ging eine große Verführung aus. Aber so dass man dachte anders nach über die eigene Kindheit, die trotzdem es Krieg war. Kindheit hat immer Teile von Glück. Es war jeden Tag Krieg, aber Krieg war eben jeden Tag. Also man hatte es auf diesem Wege wie etwas Alltägliches erfahren und plötzlich hat sich die Kindheit in ein anderes Licht gestellt oder das Leben der eigenen Familie oder die Toten in der eigenen Familie waren. Plötzlich dachte man darüber nach, wie hängt denn das alles zusammen? So, und so kann ich sagen, das ist gar kein Verdienst, dass dieser Zusammenstoß von Pubertät und Weltgeschichte war ein glückliches Abenteuer. Und Leute, die 3 Jahre älter waren, haben das nicht in gleicher Weise erlebt. Und Leute, die 3 Jahre jünger waren, auch nicht mehr. Das war einzigartig. Wer 3 Jahre jünger war, ging dann schon wieder in die neuen Schulen und geriet, wenn man so will, wenn ich es zugespitzt sage, geriet an die neue Religion und hatte damit Probleme. Und die Leute, die 3 Jahre älter waren, die waren noch im Krieg gewesen, die hatten noch Gewehre, die hatten noch die Lage, dass sie sterben konnten für eine falsche Sache und brauchten manchmal Jahre, bis sie das zurechtrücken konnten. Nicht? Aber mit 14 warst du hattest lange Ohren, aber kurze Hosen, sozusagen. Also das war vielleicht mein eigentliches Abenteuer. Und diese Art von Blick auf die Welt hat, eigentlich lebe ich davon bis heute. Ich habe mein Weltverständnis nicht etwa ungeprüft, einfach mechanisch fortgezeugt, aber irgendwann habe ich gedacht, ich habe ein paar Gedanken über die Welt und die haben sich gehalten, meine ich, davon. Die sind in die Arbeit geraten, die sind ins Persönliche geraten. Das war mein eigentliches Abenteuer. Wenn Ihr Vater Maschinenschlosser war, lag es ja nicht so direkt auf der Hand, dass Sie Filme machen. Wie sind Sie denn da eingestiegen? Ja, naja, mein Vater war Maschinenschlosser, aber er war vor allen Dingen, er war ja in Gefangenschaft in Lettland, also in der Sowjetunion, der war gar nicht da. Hm. Und so mit den paar Fotografien, die wir gerettet haben, da sitze ich eben sozusagen ungeheuer halbwüchsig und mit einem bedeutenden Gesicht in der Mitte zwischen meinen Eltern.
Und auf einem Foto ist nur 3 Jahre später, da habe ich meine ersten langen Hosen und einen Anzug an. Und in der ganzen Zeit war er weg. Also das konnte er gar nicht wissen. Und ich hätte es ihm auch nicht erklären können. Ich bin, das muss ich sehr kurz erzählen, weil man es auch lang erzählen kann. Aber ich wusste nicht, was ich werden wollte. Und ich hatte immer gern gelesen und ich hatte in der Schule, sagen wir gingen zur Schule. Schule fing wieder an, aber eigentlich wurde die Schule war ein Ort, wo man mit Zigaretten handelte auf dem Schulhof und ging, wenn es ging, ging wieder weg. Das war alles, hatte einen wunderbaren Geruch von Anarchie, bevor das wieder eine etwas hilflose Ordnung wurde. Also, und da saß hinter mir jemand und kam eines Tages an und hatte einen Kriminalroman geschrieben. Und ich war vollkommen verblüfft. Ich wusste ja, man kann Kriminalromane lesen, aber dass man die schreiben kann. Noch dazu einer, der hinter mir sitzt. So. Und dann bin ich nach Hause gegangen, dann schreibe ich auch einen Kriminalroman. Und wir hatten noch Karo-Papier, so einen Block. Und es war noch mit Tintenfass und Schreibfeder. Und ich schrieb einen Kriminalroman und der spielte in London, im Nebel. Wo sonst? Ja, wo sonst. Die Tower Bridge spielte eine Rolle. Big Ben läutete. Und ich kam bis Seite 40, hatte 2 abgebrannte Häuser, 7 Tote und keine Handlung. weil ich dachte, Handlung kommt ja von selbst, dadurch, dass ich immer weiter schreibe. Das ist ja die Handlung. So hat es angefangen. Dann habe ich das sein lassen. Und dann erschienen, dann war es damals Mode, sagen wir mal 46, erschienen Berichte junger Soldaten, ganz junger, die das gerade noch überlebt hatten. Die schrieben ihre Kriegserinnerungen auf. Das hatte einen schnell erworbenen pazifistischen Standpunkt. So, und ich dachte, ich habe ja auch was erlebt und das ist auch ernsthafter als ein Kriminalroman, dachte ich. Und fing meine Kriegserlebnisse an, auch aufzuschreiben. Diesmal schon auf einem kleineren Block nebenbei. Ne? Und da kam ich wieder bis Seite 40 und meine Erlebnisse waren zu Ende. Die 40 eine magische Zahl geworden? Meine Schicksals haben wenig geschrieben, was mehr hatte als 40 Seiten. Ja, ich wusste ja viel mehr, aber da war ich nicht dabei und ich hatte in Ich-Form geschrieben. Und jetzt hätte ich gerne jemand gefragt, ist das erlaubt? Darf man auch Ich schreiben, wenn man es gar nicht ganz genau erlebt hat oder ist das gelogen? Und ich habe entschieden, das ist gelogen. Nicht, weil ich so ein großes Gewissen hatte, sondern ich dachte, wenn das rauskommt, irgendeiner. So, ich konnte niemand fragen, ob dahinter steckt ja eine ernsthafte Frage. Wie sehr veränderst du Wirklichkeit durch Fantasie? Und wie musst du sogar? Also eine Geschichte muss ja die Wirklichkeit nicht einfach nur wie ein Spiegel zeigen. Sie muss ja die Wirklichkeit in ein besonderes Licht rücken, weil die Wirklichkeit selbst ist ja schon da. Wenn du also darüber schreibst, muss mehr passieren, als dass sie immer noch da ist. Nicht? Und dann erschienen in Berlin, da waren inzwischen die Amerikaner in Berlin, die Engländer, die Franzosen. Und es erschienen so kurze amerikanische Geschichten, also was man so Short Stories nennt. Und sowas hatte ich überhaupt noch nicht gelesen. Ich dachte, das ist ja ungeheuer, das hatte immer eine Pointe und hat den Witz und so weiter. Und dann habe ich versucht, solche Geschichten nachzuahmen, so einfach nachzumachen. Mal hören, wie das so klingt und mir irgendwas. Die flogen relativ niedrig, diese Geschichten. Aber ich habe die an alle Berliner Redaktionen, inzwischen hatte ich mich erkundigt, das heißt Journalist, dieser Beruf, und habe an alle, in Ost und West, an alle Zeitungen diese Geschichten gegeben. Ein Schulfreund, die Eltern eines Schulfreunds hatten eine alte Schreibmaschine, die schrieb nur kursiv, also meine ersten Sachen sind schräg geschrieben alle. Und wunderbarerweise wurde eine davon gedruckt. Und das war eine Jugendzeitschrift, die im Berliner Verlag, hier um die Ecke jetzt,
damals in der Jägerstraße erschienen ist, die haben das gedruckt. Und ich weiß noch, wie ich diese Zeitung kaufte am Stand und das auch nach Druckerschmerz stand mein Name. Allerdings hatte die Redaktion dazu geschrieben, diesen Text schickte uns der erst 15-jährige Wolfgang Kohlhase. Und ich dachte, das wäre ja nicht nötig gewesen. Und als ich vor ein paar Jahren den Film gemacht hatte mit Andi Dresen, Sommer vom Balkon, stand in einer Zeitungskritik darüber, das Drehbuch schrieb der schon 75 Jahre. Und ich dachte wieder, das wäre ja nicht möglich. Ja, und dann war ich eines Tages bei der Zeitung und das war eine wunderbare Zeit, weil man sich alles traute eigentlich. Ja, und von daher habe gute Leute getroffen. Sehr wichtig, wenn man jung ist, dass man gute Leute trifft. Ja, und später habe ich dann wiederum, ich wollte nicht Journalist werden im Sinne von Reporter, sondern ich wollte schon gerne schreiben. Und dann habe ich eine Beziehung zum Film, nicht eine Beziehung, aber eine Bekanntschaft, weil ein Schulfreund wollte Schauspieler werden. Also viel Zufall, ganz viel Zufall. Und aus diesen vielen Zufällen sind wie viele Filme? Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht nachgezählt. Ich habe dem Herausgeber zu danken, Günter Akte, er hat wirklich alles zusammengesucht. Also, es hört sich sehr viel an. Ich glaube, es hört sich nicht nur viel an, es ist auch viel, aber ja. Wir hatten uns geeinigt, dass Sie jetzt aus dem Buch ein bisschen vorlesen. Ja. Sie hatten jetzt drei Sachen ausgewählt. Ja, ich kann nicht sagen. Ich muss drei Worte zu dem Buch sagen. Das Buch ist, das sind lange Interviews, die ich gemacht habe über die Jahre hinweg. Also immer zur Arbeit oder zu Kino und Politik oder zu Freunden oder zu Schauspielern oder wie man will. Und es sind auch Reden auf DDR-Filmkongressen oder so etwas, weil ich natürlich, wie viele von uns, habe ich versucht, mich am öffentlichen Nachdenken zu beteiligen und was wurde einem manchmal sozusagen, wurde nicht geschätzt manchmal, aber ich klage nicht. Also ich meine, ich habe nie gedacht, wenn man über schwierige Dinge sich äußern will, dass das nicht schwierig ist. Wäre ein merkwürdiger Widerspruch, du redest schwierige Dinge und das geht ganz leicht. Ja, kann ja nicht sein. Also, aber ich will sagen, insofern, in der Summe dieser Äußerungen steckt auch ein Stück Geschichte. Das sieht man erst, weil die sind ja nicht nacheinander entstanden, die waren eines Tages da und der Akte hat es wünschenswerterweise zusammengesucht. Ich hatte die gar nicht alle schön auf den Stapel gepackt. Und jetzt würde ich drei Sachen vorlesen. Erschrecken Sie nicht. Drei nicht so lange Sachen. Das eine ist, ich will darüber reden, wie ich lesen lernte, also meine Beziehung zur Literatur. Das andere sind ein paar Seiten über meinen Vater, weil es so ein bisschen was über, was Sie gesagt haben, kleiner Leute oder wie, also Vorort, Berliner Vorort. Adlershof war der Vorort. Adlershof war der Vorort, ja. Und, klar. Also großer, kleiner Vorort in meiner Erinnerung natürlich. Und das Dritte ist, ich habe aus Schlamperei oder was, als wir die Texte zusammenstellten, habe ich sie alle nochmal durchgesehen und alles. Ich habe einen Text über Esche gemacht, über Eberhard Esche, zu seinem Begräbnis. Und ich habe vergessen, ihn dahin zu geben. Der wäre in jedem Fall da drin, wenn ich es nicht vergessen hätte. Den würde ich also hier dann gerne vorlesen. Das ist seine Premiere als Text. Na war dann, bitteschön. Also würde ich übers Lesen etwas sagen und über meine
So, wir werden, keine Angst, wir werden das Mikrofon gleich nachjustieren. Ja, machen Sie mal, wie das am besten. Ja. So, das erste heißt also, wie schon gesagt, wie ich lesen lernte. Und dieses Buch insgesamt, muss man sagen, das ist kein Buch zum Durchlesen, sondern zum Drinlesen. Und eigentlich kein Buch zum Vorlesen, sondern zum Nachlesen. Also ich versuch's mal. Vergnügen stiller Art. Bei meiner Tante Elfriede gab es ein Zillebuch, bei meiner Tante Ella eins von Wilhelm Busch. Die Erwachsenen widmeten sich einem Kartenspiel, das Mauscheln hieß. Sie riefen sich zu, sie würden mitgehen oder zu Hause bleiben. Oder die Männer spielten einen mit besonderen Redensarten gewürzten Skat und die Frauen erzählten sich etwas. Ich hatte lange Nachmittage vor mir und blätterte in den Büchern. Zilles Zeichnungen hielt ich für Witze. Ich buchstabierte mir die Unterschrift zusammen, meist kam ich nicht hinter den Sinn. Wenn man die Bilder länger ansah, wusste man nicht genau, ob sie komisch waren oder nicht. Ich wunderte mich, warum manche Frauen so dünn waren und andere so dick und dann wieder andere so dünn und so dick zugleich. Besonders gefielen mir die überfüllten Badeanstalten, in denen alles durcheinander krabbelte. Die Männer trugen unglaubliche, quergestreifte Badeanzüge mit langen Beinen. Wenn ich irgendwo solche Männer sehe, im Film oder im Varieté, freue ich mich wie damals. Wilhelm Busch verstand ich besser, weil er richtige Geschichten erzählte, die hinten eine Moral hatten. Tante Ella las mir verschiedentlich mit hochgezogenen Augenbrauen und übertriebener Betonung etwas von einem Frosch vor. Es endete mit dem Reim: 3 Wochen war der Frosch so krank, nun raucht er wieder, Gott sei Dank. Es entging ihr, dass mich kein Tier aus ihrem Buch so wenig interessierte wie dieser Frosch. Erstens, weil ich mir dauernd von ihm vorlas und zweitens, weil ich mich für arme, kranke Frösche schon zu erwachsen fühlte. Ich war 7 Jahre alt. Auch Max und Moritz waren kaum noch meine Leute. Meine Sache waren mindestens die Räuber, die in schwarzer Nacht eine einsame Mühle beschleichen und von der listigen Müllerstochter mit Hilfe der Maltechnik um ihr böses Leben gebracht werden. Ehe ich zu dieser Geschichte gelangte, kam ich jedes Mal an der Versuchung des heiligen Antonius vorbei, die ich schon deshalb nicht mochte, weil ich nicht wusste, was Versuchungen waren. Mir fällt ein, dass ich auch nicht danach fragte. Ich war in das Bilderbuch hineingekrochen, vor dem ich saß, zu krumm übrigens in den Augen meiner Mutter. Ich steckte in einer anderen Haut und in einer anderen Welt. Und es fiel mir nicht ein, da jemand hinzuzurufen, einen Erwachsenen, der nicht ahnen konnte, was mir gerade widerfuhr. Auch jetzt ist Lesen mir ein Vergnügen stiller Art. Ein sehr persönlicher Gewinn, den ich ungern teilen und oft nicht einmal mitteilen will. 2-mal im Jahr, zu Weihnachten und zum Geburtstag, schenkte mir Tante Ella ein Buch. So kam ich zu Grimms Kinder- und Hausmärchen, zu den schönsten Sagen des klassischen Altertums, bearbeitet für die deutsche Jugend. Eine Unterzeile, die meinen Wagen Argwohn erregte, zu den nordischen Götter- und Heldensagen, zu den wichtigsten deutschen Gespenstersagen, sowie zu 2 Bänden Karl May und einem Buch über Cortes, den Eroberer. Rumpelstilzchen, Rapunzel und der Teufel mit den 3 goldenen Haaren gefielen mir besser als Rotkäppchen oder Hänsel und Gretel, vielleicht weil ich sie selbst in dem tiefen Märchenwald entdeckte. Natürlich stellte ich mir vor, dass ich Herakles wäre, zusätzlich war ich mit dem Wunderschwert Baldung ausgerüstet.
Von allen Gespenstern beschäftigten mich am meisten die weißen Frauen, die lautlos durch Wände gehen und Unheil ankündigen. Ich glaubte nicht, dass es in Berlin welche gab, aber bei meinen Großeltern in Pommern, wo ich in den Ferien in einer Dachstube schlief, zitterte ich mich einige Sommerwochen lang in der sicheren Erwartung einer weißen Frau in den Schlaf. Der nie verreiste, biedere sächsische Übermensch Karl May, an dem die Untugend auf allen Kontinenten scheiterte, gewann zu gegebener Zeit meine Anteilnahme, aber keine besonders tiefe. Mir missfielen seine langatmigen moralischen Erörterungen. Dass die Bösewichter immer ermahnt und wieder laufen gelassen wurden, bis sie endlich per Gottesurteil in irgendeine Schlucht fielen, entsprach nicht meinem handfesten Gerechtigkeitsbedürfnis. Eventuell hatte ich auch ein richtiges Gefühl für falsche Töne, für den verfehlten Ehrgeiz, dass Karl May sich in eine Schriftstellerei anderer Art zu mogeln. Aber immerhin erinnere ich mich seinetwegen an die Vorfreude des Lesens, an dicke, handliche Bände mit festem Pappdeckel und man wusste genug im Voraus, um es genau wissen zu wollen. Meine Eltern besaßen 10 oder 12 Bücher. Da sie nicht darin lasen, entdeckte ich die zufällig unten im Schrank. Es war eine merkwürdige Reihe, ich kann nicht sagen, was sie sich davon selbst angeschafft haben. Gedichte im Goldschnitt mit einem Schloss am Deckel, ein verschnörkelt gedrucktes Vortragsbuch für Humoristen, von dessen zweiter Seite der Verfasser oder Herausgeber ein knebelbärtiger Kahlkopf einem mit heiterer Würde ansah, ein anderer Band Gedichte von Cäsar Fleischlen, ein christlicher Ratgeber für den pommerschen Haushalt, ein Biologiebuch von 1908, ein Lehrbuch des Maschinenbaus und 2 Romane, in die ich mich vertiefte. Einer hieß Ivanhoe. Er entführte mich in die frühen englischen Wälder und bereicherte das Arsenal von guten und schlechten Figuren, mit denen ich vor dem Einschlafen umging, um den schwarzen Ritter, den Templer und den grünen Bogenschützen. Am Ende bemerkte ich, dass es sich nur um einen ersten Band handelte. So blieb mir ungewiss, ob Richard Eisenherz doch noch nach Hause gekommen ist. Das andere Buch war in unscheinbares braunes Papier eingeschlagen. Nach einer Stunde, atemlos, überwältigt, wusste ich, es war das Schönste, das ich je gelesen hatte. Es hieß Tom Sawyers Abenteuer und Streiche. Ich saß verzaubert auf dem Fußboden, das Buch vor mir auf dem Stuhl. Im Schlafzimmer surrte die Nähmaschine meiner Mutter, ab und zu ging sie durchs Wohnzimmer in die Küche und sagte, was sie immer sagte, ich solle nicht so krumm sitzen. Und draußen schneie es. Tatsächlich, vor dem Fenster fiel Schnee, aber was ging mich das an? Ich war dabei, wie Tom auf schlaue Art einen Zaunstrich und auch noch die Bibel in der Sonntagsschule ergatterte und einen Schatz suchte und auf der Jackson-Insel in Mississippi als Pirat lebte und zwischendurch zu Hause unter dem Bett lag und zuhörte, wie seine Tante Polly klagte, er wäre tot. Und alles war aufs Wort zu glauben, fern und doch nah, ein Städtchen in Amerika und eine weite, lustige Welt, die niemand für die deutsche Jugend bearbeitet zu haben schien. Ich fragte mich, ob es sich lohne, außer Tom Sawyer noch weitere Bücher zu besitzen. Aber als ich nicht so sehr viel später überlegte, welches von meinen Büchern ich retten würde, entschied ich mich für Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten. Ich wollte dringlich zur Marine. Inzwischen war ja Krieg. Obgleich ich mich an seinen ersten Tag entsinne, an eine Rede, die man uns auf dem Schulhof hielt, an die ernsten Gesichter meiner Eltern, hat er kaum merklich für mich begonnen, Bilderbuchkrieg, ein Lesebuchkrieg, in dem immer die anderen verloren. Das bewiesen schon die Buchumschläge im Warenhaus Hertie. Die Flugzeuge der Feinde stürzten brennend vom Himmel, ihre Schiffe versanken im aufschäumenden Meer, in ihren Gesichtern malte sich Entsetzen.
Die eigenen Soldaten dagegen führten den Krieg mit Mut und Humor. Auf den Fotos lachten sie unter schräg sitzenden Käppis. Sie malten Striche an ihre Flugzeuge und jeder Strich war ein Sieg. Sie hielten Katzen und kleine Hunde im Arm und die brachten ihnen Glück. Von oben, mit den Augen der Flieger, blickte man in leergebrannte französische Häuser. Tante Ella schenkte mir unbeirrt Coopers Lederstrumpf. Ich wusste ihr vorübergehend wenig Dank. Vorübergehend, sage ich, denn der Krieg ging anders weiter, als es die forsch geschriebenen Bücher erwarten ließen. Nicht, dass ich ihnen bewusst misstraut hätte, aber ihr Glanz wurde matt. Die Jagdflieger und U-Boot-Kommandanten traten zurück ins Glied, zu Huronen, Delawaren, Riffkabilen, Inkas, Mormonen, Goten, Fallenstellern und Grizzlybären. Die Rocky Mountains blieben geheimnisvoll und verlockend. Leergebrannte Häuser konnte man eines Tages auch aus der Nähe sehen. Sie rochen beißend nach kaltem Qualm. Noch waren wir stolz darauf. Noch stritten wir, wer näher an den Bombentrichtern wohnte. Aber einen Sommer und einen Winter weiter, als man nach den Moskitos am frühen Abend die Uhr stellen konnte, so regelmäßig kamen sie, als die klaren Tage die Bomber anlockten und sich gegen Mittag wolkenhoch mit Rauch trübten, als selbst in der Wochenschau nur noch um deutsche Städte gekämpft wurde, da las ich, 14-jährig und bestürzend verliebt in ein Mädchen namens Inge, zerfletterte Kriminalromane, die wir uns reihum beugten. Ihr Personal trug markante englische Namen. Englisch war schick geworden. Die Schmöker taten möglicherweise ihr Gutes. Wenn ich mir die stabile Privatwelt pockennarbiger Untäter und rächender Detektive vorstellte, entwich ich der Zwangsvorstellung eines dämonischen völkischen Endkampfes. Wenn ich in den Spelunken von Soho untertauchte, entfernte ich mich ein kleines, aber wichtiges Stück aus dem Schicksalsdrama der Nibelungen, das am Ende mit Panzerfäusten und von Halbwüchsigen gespielt wurde. Die Zeit danach ist angefüllt mit fremden Gesichtern und Uniformen, fremder Sprache, fremden Liedern, ein fantastischer Einbruch von Unbekanntem in die Kulisse meiner Kindheit. Tafeln wurden aufgestellt, die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk aber bleibt. Über dem Wettbüro am Markt hing ein Schild, antifaschistische Front. Ein kleiner, magerer Mann in Zivil stand in der offenen Tür, als warte er auf jemand. In einer der neuen Zeitungen in Fortsetzung, von denen ich nach Kartoffeln und Kohlrüben unterwegs viele verpasste, erschien ein Roman. Dann konnte man ihn auch kaufen. Ein Pappeinband, graues Papier. Ich las, wie ich seit Tom Sawyer nicht gelesen hatte. Nur wäre Verzauberung nicht das Wort, um den Zustand zu bezeichnen, in den ich geriet. Eher wurde ich entzaubert. Das Buch handelte von dem Untergang einer Armee in einer Stadt. Die Stadt war Stalingrad und so hieß das Buch. Es fing an mit dem Satz, und da war Gnotke. Gnotke, ein Unteroffizier, strafversetzt zum Minensuchen, war einer von denen, über die berichtet wurde. Soldaten, Offiziere, Generäle, Leute mit verschiedenem Ehrgeiz, mit spät oder nie erwachtem Gewissen, verblendet, verzweifelt, stumpfsinnig. Das Feuer wurde ihnen zu heiß und die Steppe zu kalt. Zum Schluss, ehe sie zugrunde gingen, ging ihnen auch noch der Grund verloren, warum sie so weit marschiert waren. Ich las und hatte ein für alle Mal verstanden, warum der Krieg nach langen Wegen enden musste, wo ich wohnte. Meine Kinderzeit, gemischt aus kleinem Glück und allgemeiner Katastrophe, rückte an ihren Platz in der Geschichte. Auch die Bücher dieser Jahre ordneten sich anders. Von vielen trennte ich mich für immer.
Ich begann zu begreifen, dass nichts ein Buch so wichtig machen kann wie die Wahrheit, nach der man sucht. Ich fing auch an, darüber nachzudenken, dass Wahrheit oder Unwahrheit nicht von selbst in ein Buch hineinkommen, sondern durch den, der es schreibt. Pardon. So, gut. Dass Wahrheit oder Unwahrheit nicht von selbst in ein Buch hineinkommen, sondern durch den, der es schreibt. Zum ersten Mal merkte ich mir den Namen eines Schriftstellers, Plivier. Ohne viel Lust ging er wieder zur Schule. Jemand, der hinter mir saß, kommt, jetzt schrieb einen Kriminalroman. Überrascht, dass so etwas offensichtlich jedem möglich war, wollte ich auch einen schreiben. Ich ließ ihn in London spielen und kam mit tintenblauen Fingern bis auf Seite 40. Dann begann ich die Beschreibung der letzten Kriegstage aus meiner Sicht. Es schien mir ein würdigeres Thema zu sein. Wieder bei Seite 40 waren meine Erlebnisse zu Ende und ich war nicht sicher, ob es erlaubt sei, sich etwas auszudenken. Dennoch las ich künftig anders. Nicht nur auf Geschichten neugierig, sondern auch auf die Leute, die sie aufschrieben. Anscheinend gab es nicht nur Bücher in unübersehbarer Zahl, sondern Verwandtschaften und Bekanntschaften unter ihnen, eine besondere Welt der Schriftsteller, Literatur genannt, in der die wirkliche Welt reicher und bunter abgebildet war, als man sie mit eigenen Augen sehen konnte. Beides, das entdeckten wir nun, die Welt und die Literatur hatte man uns verschwiegen. Bei Sack, Stifter, Wilde, Whitman, Schiller, Lessing, Hemingway, Lorica, Gorki, Scholochow, Duchowski, Fontane, Anna Segers, alles Namen jener Jahre. Ich weiß nicht, wo die Bücher herkamen. Ich hatte einen Klassenkameraden, der Gedichte schrieb, wir waren laute Burschen und stille Seelen. Mit Überzeugungen, die uns rasend zuwuchsen, erörterten wir Stilfragen. Es kam uns vor, als wäre uns Deutsch bis dahin eine unbekannte Sprache gewesen. Dabei ist eines Fräuleins Müller dankbar zu gedenken, die uns Effi Briest nahezubringen suchte. Die Klasse saß sorgenvoll auf gestohlenem, unter den Dielen verstecktem Schulspeisungskäse. Das Wort Liebe machte uns verlegen und rüde. Von preußischen Ehrbegriffen hatten wir uns gerade verabschiedet. Aber das ältliche Fräulein Müller, Flecke zärtlichen Eifers im Gesicht, ging uns voran in die stille märkische Landschaft von Tarnes, dass nur drei oder vier ihr Zögern folgten, irritierte sie nicht. Das ist ein weites Feld, sagt der alte Briest zu seiner Frau. Es war ein Satz, den Fräulein Müller liebte, und am Ende mochten wir ihn auch. Er passt, wie ich noch herausfand, auch auf das Lesen. Für meinen Vater. Karl Kohlhase ist gestorben, mein Vater. Er hat lange und gern gelebt, am Ende war es ihm über. Von den Menschen, mit denen er jung gewesen war und alt geworden ist, gab es kaum noch jemanden. An den Wochenenden kam er zu uns, zu Emmeke und mir, aber Eltern und Kinder leben ja nur die Hälfte in der gleichen Zeit. Wie alle Leute im Alter hat er oft von früher erzählt. Wie alle, die sich zu den Jüngeren rechnen, haben wir manchmal zugehört und manchmal nicht. Mein Vater wurde 1902 in Pasewalk geboren, der mittlere von drei Söhnen.
Die Wohnung bestand aus Zimmer und Küche, der Wasserhahn war auf dem Flur, das Klo auf dem Hof. Im Stall hielt man ein Schwein. Mein Vater ging in Holzpantoffeln zur Schule. Er lernte gut, aber Erdkunde verweigerte er, weil er sicher war, dass er in die Gegenden, von denen die Rede war, nicht kommen würde. Deshalb hat ihn der Lehrer vor der Karte von Europa an den Ohren strafend auf die Höhe von Neapel gehoben. Mein Vater war 41 Jahre alt, ehe er zum ersten Mal ins Ausland kam. Er trug einen Helm und ein Gewehr, es geht nach Russland. Er hat den Krieg überstanden und 4 Jahre Gefangenschaft. Neapel hat er wirklich nicht gesehen. Als er aus der Schule gekommen ist, hat er Tischler werden sollen, aber weil er in der Werkstatt schlafen sich vor den offenen Särgen fürchtete, ist er weggelaufen und wurde Schlosser. Als Schlosser hat er gearbeitet bis in sein 68. Jahr. Das Haus seiner Kindheit war aus schiefem Fachwerk. Gegenüber lagen nebeneinander das Gefängnis und das Gymnasium, beide aus den gleichen roten Ziegeln, aus denen man auch Kasernen baute. Zu Pasewalk gehörte das Regiment der Kaiserin, die Kürassiere. Im November nach dem Ersten Krieg hat mein Vater zugesehen, wie man den Offizieren die Schulterstücke abriss. Doch das Städtchen blieb geteilt zwischen den niederen Leuten und denen, die sich für bessere Leute hielten. Hauswirte, Ladenbesitzer, kleine Beamte. Ein Mensch namens Hitler lag in Pasewalk im Lazarett und beschloss, Politiker zu werden. Mein Vater beschloss nur, dass er woanders hin wollte, wo es weniger Vorurteile gab und weniger Standesdünkel. Seinem Schulfreund Helmut Freund gelangte er bis Stargard in Pommern, wo er bei der Eisenbahn Lokomotiven reparierte und seinen täglichen Lohn in Kuchen anlegte, bevor ihn die Inflation fraß. Auf einem Tanzboden lernte er meine Mutter kennen, Charlotte Lenzko, seine spätere Frau, ein Mädchen mit 7 Geschwistern. Sie arbeitete auf einem pommerschen Gut als Kinderfrau und folgte ihm nach Berlin, als er dort nach einer Zeit der Arbeitslosigkeit eine Stellung gefunden hatte. Und damit waren die Jahre der Wanderung schon vorbei und vielleicht auch die Jugend. Sie zogen nach Hallershof in die Genossenschaftsstraße 29 in eine Dachstube und wechselten noch einmal in das Haus mit der Nummer 43, 2 Zimmer Parterre, ein Stück Garten, ein Hof mit Kaninchenstellen. Dort blieben sie für immer, unter Nachbarn, die Leute ihresgleichen waren. Und in meinen ersten 20 Jahren war ich dabei. Merkwürdig, man weiß nicht so viel von seinen Eltern. Ich wünschte mir, dass sie sich geliebt haben. Alles in allem sind sie miteinander ausgekommen. Manchmal stritten sie, mein Vater laut und heftig, meine Mutter mit stiller Standhaftigkeit. Mein Vater arbeitete Schicht, solange ich denken kann. Er fing um 6 Uhr früh, um 2 Uhr mittags, um 10 Uhr abends an. In diesem Rhythmus lebten wir. Nach dem Krieg ging er noch einmal 20 Jahre in die Fabrik. Es war nun die Zeit der Pläne, in der es oft planlos zuging. Mein Vater hat marode Maschinen in Gang gehalten. Er hat sich aufgeregt bis in den Schlaf hinein und das Herz hat ihm wehgetan. Wenn er aber aus seinem Leben die Summe zog, hat ihm der Versuch, der sich Sozialismus nannte, eingeleuchtet. Und doch, wie sehr würde ich ihm das Märchen gönnen, meiner Mutter und ihm, dass man einmal zur Probe leben könnte und dann nochmal richtig. Meine Mutter ist zu Hause gestorben, 10 Jahre vor meinem Vater. Er hat sie mit so viel Mühe und Kummer gepflegt, dass es ihn fast vor ihr umgebracht hätte. Er hat nicht aufgehört, an sie zu denken, den Rest seiner Tage, an denen er nun allein durch die Straße lief, um die Zeitung zu holen, früh, mittags zum Essen in die Betriebskantine, früh und spät zum Friedhof. Viele Leute kannten ihn,
Er wurde alt und älter und war immer noch da, wie die Häuser und wie die Kastanien. Ein halbes Jahr vor seinem Tod fiel er um, lag eine Nacht lang im Keller und konnte nicht mehr aufstehen. Indem er die Welt immer noch freundlich ansah und das Wetter ihn mehr freute als ärgerte, indem er gerne ein Glas hob, vorausgesetzt es war kein Wasser darin, war er doch auf nichts mehr neugierig. Das letzte Ende taugt nichts, sagte er ohne Bitterkeit. Wenn er vom Grab meiner Mutter kam, sagte er, auf dem Friedhof muss ich aufpassen, dass sie mich nicht da behalten, denn dort gehöre ich hin. Und er sagte, wenn auf der Beerdigung nicht gelacht werden darf, geht keiner mit. Nun ist er angekommen, 92 Jahre alt, und wir sind mit ihm auf seinem letzten Weg. Es ist traurig und es ist gut so. Jetzt kommt die Premiere. Jetzt kommt Esche, mein Freund, ja. Esche. Für Inhard Esche, 27. Mai 2006. Es gibt eine Redensart, der wir glauben wollten. Warum treibt man Sport? Um gesund zu sterben. Doch dann verließ uns Eberhard Esche, unser Freund Abby, an einem Sonnabendmittag und kam nicht mehr wieder. Er ging aus der Tür mit seiner großen Trainingstasche. Vorher hatte er beiläufig gesagt, er müsse sich einer medizinischen Prozedur unterziehen. Wenige wissen, dass Eberhard Esche sich in seinem nicht öffentlichen Dasein mehr als 30 Jahre lang einmal in der Woche Boxhandschuhe anzog und dass er vor einem kleinen Kasten an der Hallenwand beim Fußballspielen ein großer Torwart war. Als er nicht mehr in Berlin wohnte, kam er aus Graz, wo er an seinen Büchern schrieb und in seinem Garten die Natur verwandelte, eins in die Stadt gefahren. Unser geselliger Versuch, das Alter zu betrügen, zerrte an den Sehnen, aber wärmte die Seelen. Beides war ihm lieb. Wir schuldeten uns auf Gegenseitigkeit ein paar Geschichten, wenn möglich komische. Esches Leben, vor allem in den letzten Jahren, war das eines fahrenden Sängers. Er reiste mit seinem Soloprogramm. In vollen Sälen erwartete ihn ein Publikum, in dem viele ihn kannten, das sich aber auch änderte, als zu den Lebenslagen die Geschäftslagen kamen. In kleineren Räumen, sein Ruhm reichte weit, saßen bisweilen Bankiers und andere Zugezogene. Die alten Texte, Deutschland ein Wintermärchen und Reinecke Fuchs, Heine und Goethe, aufgeführt von Esche, passten auf die neuen alten Verhältnisse. Nicht aus Mangel an Nachfrage wollte Esche jetzt aufhören. Es fehle ihm die Kraft, hat er gesagt, und demzufolge auch die Lust. Man wollte es ihm nicht wirklich glauben. Das Theater, und es war immer das Deutsche Theater in Berlin, das er meinte, hatte er verlassen. Das ist, Mann, ich beherrsche diese Maschinen nicht. Ich wollte gerade sagen, es passiert eigentlich immer seltener, weil die Technikbeherrschung voranstreitet, ja. Aber gut, ist doch schön. Das Theater. Hier geht's weiter. Das Theater, und es war immer das Deutsche Theater in Berlin, das er meinte, hatte er verlassen, mit Konflikten, die er beschrieben hat. Oft fühlte er sich wie ein Überlebender, wenn er von Kollegen sprach, mit denen er in Jahrzehnten verbunden gewesen ist. Wolfgang Langhoff, Wolfgang Heinz, Benno Besson und Adolf Dresen, Ilsa Grube-Deister, Dieter Franke, Rolf Ludwig, Herbert Grosse, Klaus Piontek, ein Glanz geht aus von dieser unvollständigen Reihe. Wären Sie noch da, was für Theater könnte gespielt werden? Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht war es ein unwiederholbarer Augenblick, in dem dieses Theater möglich war. Ein soziales Modell schien noch nicht gescheitert zu sein.
ein Vorrat an Utopie noch nicht verbraucht. Wer hier wohnte, hatte zu kleinen Preisen Eintritt. Aber es kamen auch Leute von weit her, kamen aus Paris und London oder New York nach Berlin und begaben sich sozusagen ins Unfreie, um eine Bühne zu besuchen, die spielerisch die Erhellung der Geschichte betrieb. Gelegentlich denke ich, ich habe alles Theater meines Lebens schon gesehen. Und Abby, den ich damals noch nicht kannte, spielte den Lancelot. Was das Theater nicht bewahren kann, vermag das Kino. In alten Filmen erblickt man das Porträt des Schauspielers als junger Mann. Man sieht einen schlanken, schönen, verletzlichen Menschen. Die Kamera zeigt ja nicht nur das Handwerk des Schauspielers. Sie ist dicht an seiner Haut und manchmal sieht sie durch die Haut hindurch. Escher hat sich im Film gern der blanken Natürlichkeit verweigert. Er fügte in Wort und Geste Ironie hinzu. So kam er zu seinem besonderen Stil, der nicht nur Technik war, sondern Haltung und Charakter. Wie heiratet man einen König, heißt ein schöner poetischer Film. Der König heißt Esche. Das Bauernmädchen heißt Cox Habemar. Als ich beide Fern des Films getroffen habe, dachte ich, für Glück gibt es ein Beispiel. Eberhard Esche konnte eine Bühne mit einem Stuhl füllen und einen Abend mit seiner Stimme. Zuletzt hat er in Berlin Texte von Peter Harz vorgetragen, mit dem er befreundet gewesen ist und dessen Ansichten ihm nahe waren. Bei aller Unlust an fast allem freute es ihn, eine wohlwollende Erwähnung zu lesen, und es verwunderte ihn auch. Denn in den meisten Etagen der Kunst- und Weltbetrachtung sind die Maßstäbe verblichen, die seine waren. Oder es sind andere. Bei Hatz gibt es einen Zweizeiler. Ob heute Nacht dein Feind stirbt oder du, in beiden Fällen, Bruder, hast du wo. Ja, herzlichen Dank. Jetzt haben wir fast eine Stunde gebraucht, um überhaupt zum ersten Mal das Wort Film zu hören von Ihnen. Ja, das ist aber sicher auch eine Kunst, das so hinzukriegen. Ich war heute bei einer Weiterbildung, da habe ich ein interessantes Wort gelernt, Rückschaufehler. Es war eine Weiterbildung, hatte nichts mit Film zu tun, sondern es ging um die Rechte und Pflichten von Mitgliedern von Aufsichtsräten. Und da wurde gesagt, häufig machen Richter typische Rückschaufehler, dass, ich habe mir das Wort also dick unterstrichen, sie beurteilen Dinge sozusagen aus der Vergangenheit mit den Erkenntnissen von heute. Jetzt verbinde ich das mal mit den Drehbüchern. Sie haben ja viele ausgezeichnete Filme gemacht, also ausgezeichnet auch mit Auszeichnung versehenen, von verschiedenen Institutionen. Ich nenne mal ein paar aus der Zeit vor der Wende, sogenannten Wende, ich war 19, Mama, ich lebe, der Aufenthalt, der nackte Mann auf dem Sportplatz, Solo Sunny war ja auch bei der Berlinale. Wenn man sich die öffentliche Geschichtsschreibung so anschaut, dann ist es ja eigentlich so die Frage, wie konnten in der DDR überhaupt gute Filme entstehen? Typischer Rückschaufehler wahrscheinlich, diese Frage. Nacheinander, ja. Ja. Was für Filme meinen Sie? Nein, also es wird ja häufig gesagt, in der DDR, man durfte nichts, es wurde alles verboten, es gab keine Freiheit. Okay, ja. Und trotzdem sind ja Filme entstanden, die ja diesem allgemeinen Urteil, öffentlichen Urteil, völlig widersprechen. Und die auch nicht nur in der DDR ausgezeichnet wurden, sondern auch anders. Wie waren denn Ihre Bedingungen, um zu arbeiten? Sie haben ja geschrieben, eigentlich ist es mehr geselliges Beisammensein, das wir machen. Naja, wissen Sie, dass die Frage hat, ist natürlich abendfüllend, wenn man alles sagen will. Ja, aber ich fange mal mit einem Gedanken an. Es sind in der DDR in 40 Jahren etwa 600 Filme gemacht worden.
fiktionale Filme, Kinofilme. Und das sind, vermute ich mal, ich weiß es nicht, in der Bundesregierung vielleicht 1200 oder 1500 gemacht worden in derselben Zeit. Eine Frage der Kapazität, das ist völlig klar. Nach 30 Jahren oder meinetwegen nach 40 oder irgendwann, wenn du ein paar Schritte zurücktrittst, dann proportional gibt es ähnlich viele Filme, die haltbar sind und die man noch sehen möchte und Filme, die man nicht mehr sehen möchte. Und das macht erstmal von der Zahl her betrachtet keinen prinzipiellen Unterschied. So und so viel Prozent der 600 Filme, Film ist eine verderbliche Ware, damit sagt man gar nicht Schlechtes. So und so viele Filme sind geblieben bisher und in weiteren 20 Jahren schrumpft es nochmal. Und da ist, wenn Sie auf die DDR-Filmgeschichte gucken oder auf die bundesdeutsche Filmgeschichte, von diesem Standpunkt nicht so sehr viel Unterschied. Also diese Sache, die Marktwirtschaft macht Kunst und die Zensur, ich sage es mal so abgekürzt, verbietet Kunst und kann also keinen, ist Unsinn. Das so simpel ist das nicht. Gehören ein paar Gesichtspunkte dazu. Die DDR, wir haben, wenn ich mich umsehe, ja alle in ihr gelebt, dann, oder nicht, aber beinahe alle. Wir wissen es doch, die DDR hat aus komplizierten Gründen, das geht zurück bis in die Geschichte der Arbeiterbewegung, bis ins vorige Jahrhundert, bis Bebel und Bismarck. Ja. Die DDR hat von Kunst viel erhofft und eigentlich noch mehr befürchtet. Beides war nicht real. Also einerseits war es die romantische Hoffnung, zeige Leute an einem Film, da benimmt sich ein Mensch vorbildlich, alle anderen gehen nach Hause und benehmen sich auf. Also diese Sehnsucht nach Didaktik, nach Pädagogik oder so weiter. Aber das ist ja ein großes Thema. Und Brecht hat Lehrstücke geschrieben, also hat auch so versucht, Literatur und Politik und Aktion zueinander zu bringen. Das ist letzten Endes, kann man erklären, wie das war, aber es war ein zu schmaler Kunstbegriff, letzten Endes. Und in der DDR, oder man kann so sagen, die Kunst oder das Kino oder die Leute, die geschrieben haben, waren an der Realität interessiert in diesem Land. Die Politik war auch an der Realität interessiert. Nur wenn sich die Wunschbilder der Politik und die Bilder, die die Filme brachten, wenn das nicht zusammenpasste, dann waren die schwierigen Gespräche, sage ich mal, sehr zurückgenommen. Und das hatte einmal zu tun, dass es sozusagen aus linker Aufklärung heraus, aus einem Bedürfnis, das war ja in Deutschland, du weißt Gott, dringend gebraucht, die deutsche Geschichte mit anderem Auge zu sehen, irgendetwas zu verstehen. Sozusagen ein Bedürfnis, dass Film der Politik hilft oder den Weltbildern auf die Füße hält. Das konnte man im gewissen Sinne verstehen und das hatte, wie jedes Prinzip ist tödlich, das hatte auch was Törichtes. Aber es war der Versuch, Leute und Kunst auch zusammenzubringen, der dann auch immer wieder nicht funktionierte. Aber man hatte zum Beispiel sichere Produktionsbedingungen. Es war ja so, also wenn man einen Film verabredet hatte, dann konnte man ihn unter Umständen, musste man nicht fürchten, dass man ihn nicht machen kann, also dass das Geld plötzlich fehlt oder so. Dann war die DDR generell eine andere Geschwindigkeit, das ging alles langsamer. Das hatte aber auch humane Aspekte, das war ja nicht nur, Effektivität ist ja nicht das Einzige, was des Menschen Seele braucht. Also dieses langsamere Leben, das hat ja immer, wenn sie zu Besuch kamen, die Linken aus der Bundesrepublik so im gewissen Sinne bezaubert. Wir saßen wie bei Tschechow auf der Terrasse und redeten, nächstes Jahr fahren wir nach Moskau sozusagen. Ja. Und die redeten immer über Geld, aber nicht, weil sie schlechte Menschen waren, sondern weil sie, Geld diktierte alles.
machte dann, also es war schwer direkt vergleichbar, die Umstände. Aber ich wusste, ich wollte eigentlich über das reden, was ich kenne. Und ich kannte am besten natürlich die Stadt Berlin, außer mich selbst, ein paar Freunde. Ich kannte dieses Unternehmen namens DDR. Ich kannte Leute, die daran interessiert waren. Und man muss immer wieder erklären, es war nicht so simpel. Es hat sich nicht geteilt, denn hier waren die Politiker und hier waren die Leute, die Kunst machen wollten. Und die Konflikte gingen quer durch die Gesellschaft. Und es gab in der Politik Leute, die gesehen hatten, die da was war und eine Idee hatten dazu. Und es gab Leute, die es nicht gesehen haben. Und dasselbe gilt für die Leute, die Filme machten. Es wurde ja auch sehr viel Wegwerfware gemacht, das gehört letztendlich dazu. Ich glaube allerdings, dass sich diese, wenn man will, diese theoretische Auseinandersetzung, wie soll Literatur sein, wie soll, allmählich unter der Hand, ohne dass sich da sehr viel ändert, es blieben dieselben Vokabeln, aber die Ursachen verschoben sich, mehr dem Ende der DDR zugeteilt war etwas wie eine zunehmende Unlust an Wirklichkeit seitens der Politik. Die Dinge waren schwierig und man hat sie sich gerne abbestellt und man wollte sie nicht im Kino sehen, wenn man schon mit ihnen nicht zurechtkam. Also es war ein langer Prozess. Andererseits hatte dieses kleine Land immer mal wieder ein großes Publikum. Wenn ein Film etwas ausgesprochen hat, was nicht in der Zeitung stand, wenn ein Film das Lebensgefühl der Leute berührte und ihnen nicht nur eine Lektion mit auf den Weg geben wollte, dann waren die Kinos voll, so wenn man will. Und so war es, denke ich. Und mich hat mal jemand gefragt, weil man kann das ja mit Interesse fragen, wie ist denn unter den Verhältnissen, was waren die Behinderungen, gab es doch sowas wie Selbstzensur, hast du vielleicht auf Dinge verzichtet von dir aus, dann brauchte man sie dir gar nicht verbieten, wenn du so weiter, ja. Also man kann darüber mit Verstand reden, aber man gerät natürlich auch immer an das Klischee. Ja, so, also wie kommt so, und ich weiß, dass ich habe mal gesagt, aber um so einer Diskussion zu entgehen, ich wurde also mit viel Anteilnahme gefragt, wie konnten Sie denn in diesem Land leben? Und ich habe gesagt, ich bin jeden Morgen aufgestanden. Also Sie haben ja gemerkt, eine Reaktion, die Antwort hätte so manchen auch einfallen mögen. Aber kommen wir mal aufs Geld. Sie haben vorhin zwar gesagt, Alter ist irgendwie blöd, Alter zu benennen, so sage ich es mal. Aber Sie machen ja trotz, dass Sie schon mit 75 mit höherem Alter sozusagen attribuiert wurden, Sie machen ja immer noch Filme. Wie ist denn das heutzutage an Geld zu kommen? Sie haben gesagt, bei der DEFA wusste man, dann ein Projekt steht und dann läuft das auch finanziell. Ja, ja. Wie ist das heute? Wie kommt man an Geld für einen Film? Ja. Ich wollte noch sagen, wenn ich dann eben im Sinne dieses Satzes aufgestanden bin, muss ich ja was machen. Also, ja, das ist wie es immer ist. Wissen Sie, machen Filme mit dem Geld anderer Leute. Und in der DDR war es das staatliche Geld oder so. Die eigentliche Schwierigkeit ist, dass Sie müssen anderen Leuten, andere Leute für den Gedanken gewinnen, dass dies, was Sie noch gar nicht genau im Kopf haben, weil das ist ja ein Prozess, Sie müssen den Leuten einreden, dass das ein schöner Film werden kann. Und schummeln hilft nicht. Also Sie müssen Leuten Brücken bauen, damit sie sich beteiligen. Und selbst der Gedanke, dass wenn es heute, ich meine, deutsches Kino ist weitgehend gefördert. Es wird ja kaum Privatgeld eingesetzt, das liest sich nur so. In Wirklichkeit gibt es sehr viele Förderungsmittel und
Es geht immer darum, wie viel kriegt man davon ab und werden die richtig gelenkt? Gibt eine nie zu beendende Unterhaltung darüber, ob Film nun Kunst ist oder Ware. Er hatte diesen Doppelcharakter im gewissen Sinne. Man kann nicht sagen, es ist keine Ware, wenn er gegen Geld verkauft wird. Und Kunst ist es aber auch. Das ist ein Streit, der sicherlich nie zu beenden ist. Naja, was macht man? Wenn man einen Stoff hat, sucht man Partner. Vom wirtschaftlichen Prozess her müsste man zuerst den Produzenten suchen, einen Produzenten, der eine Firma hat und die Firma hat versucht, Geld zu kriegen. Also sie können ja mal privat klingeln, Geld haben wollen. Meist ist es aber anders, man sucht sich erstmal einen ideellen Partner, zum Beispiel einen Regisseur, und sagt, erzähl dir mal eine Geschichte. Kannst du dir vorstellen, dass dich das interessieren könnte? Oder wie findest du die überhaupt? Ja? Da kann er die entweder finden oder nicht finden. Und sehr oft fängt man an und weiß den Schluss nicht. So, aber man muss schon. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ich kann das ja überhaupt, fällt mir jetzt ein, völlig abstellen. Ja. Dazu sage ich jetzt mal gar nichts. Ja, also man findet auch, man muss Partner suchen. Und dazu kommt, ich habe aus, eigentlich vielleicht, weil ich so angefangen habe, meine ersten Filme zu machen mit Gerhard Klein damals, ich habe immer kein Problem damit gehabt, dass Filme machen ein gemeinsames Unternehmen ist. Viele Kollegen klagen, die schreiben ein Buch und dann geben sie es irgendwo ab und dann machen die was ganz anderes daraus, als sie sich gedacht haben oder wie auch immer. Das ist mir nie passiert, weil ich immer versucht habe, mich mit den Leuten zu verabreden, bei denen man mit so etwas nicht rechnen muss. Und mich auch immer um den Prozess der Entstehung des Films versucht habe zu kümmern, sodass, wenn der Film ging, dann freuten sich alle, aber wenn er nicht ging, dann hatte ich meinen Anteil daran. Also ich war nicht der, dem man Schaden zugefügt hatte, sondern wir hatten es gemeinsam nicht so schön gemacht, wie wir gedacht haben. Das passiert ja. Gut, es werden über die deutsche Filme, es werden im Jahr fast 100 Filme gedreht in der Bundesrepublik. Und es weniger als die Hälfte kommt jemals überhaupt ins Kino. Ich sage nicht, dass die finden gar keinen Verleih. Die Verleiher kommen und entscheiden dann, ob sie den Film zeigen wollen oder nicht zeigen wollen. Und junge Leute, diese vielen kleinen Festivals, wo ich früher immer gesagt habe, es gibt mehr Filmfestivals als gute Filme, ja, kann man sagen. Aber inzwischen sind diese kleinen Festivals, die so irgendwo in irgendwelchen Winkeln liegen, für die jüngeren Kollegen, die anfangen, Filme zu machen, ganz wichtige Punkte. Da kommen die mit ihrem Film an und am Arm lernen Leute kennen, die ähnliche Probleme haben, ähnliche Sorgen haben, ähnliche Freuden haben und zeigen das. Wie oft geschieht es, dass man von über einen Film hört, man will ihn sehen, er ist schon weg. Weil die großen Verleihgesellschaften schieben ihn einfach durch. Und wenn er so zu, es sei denn, hinter dem Film sind so starke Leute, die Kinos zwingen zu unterschreiben, dass sie in 3 Wochen spielen oder 2 Wochen. Aber wenn nicht, gibt so eine Faustregel, am Montag 50%. Das heißt also, Donnerstag startet der Film und das heißt 50% am Montag würde heißen, um 3 Uhr ist leer, um 5 Uhr ist halb voll und abends ist ganz voll, jetzt mal so. Das ist dann ist er zu 50% besucht. Wenn du das verpasst, bist du mit einem Schritt schon raus. Ja, das ist dann ist die Frage, wie viele Kopien werden gezogen? Die Amerikaner kommen hier mit 900 Kopien, wenn sie ihre großen Dinger starten. Also wenn du jetzt da mit 50 Kopien kommst, bist du schon unter der Schallgrenze. Du riskierst gar nicht bemerkt zu werden. Das ist dann zumindest,
Die kritische Masse ist sozusagen so klein, das passiert nicht. Aber ich meine, ich sage das nicht jetzt im Ton der Klage, die Dinge sind, wie sie sind, und sie hat immer wieder schöne Filme gemacht. Was mich ja immer bewegt, wenn ich sehe irgendwelche Filme, die in Amerika gemacht wurden, oder amerikanische Filme, und dann im Abspann liest man dann Filmförderung Berlin-Brandenburg, Filmförderung Bayerischer Rundfunk, und dann denke ich immer, müssen wir jetzt die Filme für George Clooney fordern? Ist das jetzt irgendwie, oder ist das eine blöde Frage? Die Frage ist, wieso diese amerikanischen Filme gefördert werden. Ja, von der deutschen Filmförderung. Ja, das hat damit zu tun, dass sie in Babelsberg eine große, auch technisch reizvolle Apparatur haben, also ein Studio mit sehr vielen aber das konkurriert gegen die Tschechen, gegen die Ungarn, selbst gegen die Bulgaren. Weil alle diese kleinen Länder versuchen, an der Unterkante der Preise zu arbeiten. Und die Amerikaner wiederum suchen es sich aus. Und wenn du denen jetzt sagst, nicht nur, dass wir ganz nette Leute sind und schöne Häuser haben und gute Kameras, wir sind auch so nett, dass ihr fallt unter irgendeine Förderung. Das ist sozusagen, wenn du willst, ein Finanzierungsschritt, um die Leute zu locken. Das ist mir schon klar, dass das Finanzierungsschritt ist, um die Leute zu locken. Weißt du, wenn du mir das erklären lässt, dann redest du ja über Glanz und Elend der Marktwirtschaft oder so. Richtig. Weil wenn die jetzt erklären, dann da hängen an dem Studio hängen so und so viele Arbeitsmöglichkeiten, so viele Arbeitsplätze. Daran hängt das so. Es gibt auch, selbst im deutschen Raum, hängt nicht sehr zusammen, was ich sage, aber wenn du zum Beispiel eine Förderung in Nordrhein-Westfalen kriegst und du drehst den Film in Berlin, dann musst du eben, die Förderung hat den Doppelaspekt, sie soll die Filmwirtschaft und Filmindustrie in dem jeweiligen Bundesland in Gang halten. Also machst du die Endfertigung, sagen wir mal, den gesamten Schnitt in Köln, obgleich der Film hat nicht mit Köln zu tun, nur durch diese Förderung. Also wird das Material hin und her geflogen oder die Leute, damit man dieser Förderung entsprechend verfährt. Das sind alles sozusagen das sind die Pausen in der Effektivität. Sehr schön, ja. Vielleicht nochmal zurück zu einem Film, der ja, glaube ich, allen bekannt ist. Der Film Ich war 19, ja, schon kurz erwähnt. Und da haben Sie auch ganz offensiv den Kontakt zum Publikum gesucht. Sie haben 1968 in der Jungen Welt einen Brief veröffentlicht und quasi 19-Jährige von damals aufgefordert, also die 5 Jahre nach dem Kriegsende geboren waren, zu schreiben, ob sie mit den Erfahrungen des 19-Jährigen, also der 1945 19 war und als sowjetischer Leutnant zurückkam und an der Befreiung Deutschlands teilgenommen hat, ob sie damit was anfangen konnten. Und dieser Brief ist ja auch abgedruckt hier in dem Buch. Wie war damals die Reaktion? Können Sie sich daran erinnern? Ja, kann ich mich durchaus erinnern, ja. Naja, also, Sie wissen so ungefähr, worum es handelt. Das ist die Biografie von Wolf und der mit der Armee hier zurückkam. Und Wolf hat sich diese Frage auch gestellt. Wird das denn, das ist eine so einzigartige Geschichte, seine und so wenig repräsentativ, aber der Film ist dann erstaunlich gut gelaufen. Ich glaube in erster Linie, weil es ein guter Film ist, weil dich die Figuren interessieren, weil dich der Ton der Filme interessiert. Also die Rückblicke auf Geschichte, der Film ist 67 gedreht, 68 rausgekommen, wenn man sich recht entsinnert, die Rückblicke auf die Geschichte, auch die Geschichte zwischen Deutschen und Russen, war ja inzwischen gewaltig geglättet worden. Also die Hermlin sagte damals mal, nachdem er so einen Fernsehfilm gesehen hatte, wo sehr gut aussehende
deutsche Soldaten, die alle die Front gewechselt hatten, Seite an Seite mit der Roten Armee die DDR befreiten, sagen wir mal so. Ne? Und Hermli kam aus so einem Film, weiß ich nicht, und sagte, jetzt habe ich endlich begriffen, dass die größte Widerstandsorganisation war die deutsche Wehrmacht. Also das heißt, es wurde glatt. Und dieser Film war nicht glatt. Und das hat ein Publikum honoriert, glaube ich. Wolf hatte... Und wir waren überrascht, wie gut er lief. Weil wir wussten doch, natürlich können die auch die Schulen in den Film reinschicken und dann vergessen sie, dass sie die reingeschickt haben und reden nur über die verkauften Karten, aber die sind getürkt. Das gab's ja immer mal, solche Geschichten. Und wir haben versucht, das auf Teufel komm raus nicht zu erlauben, dass das sozusagen ein Lehrbesuch wird oder so eine Klassenfahrt oder sowas ins Kino. Nee, der Film lief meiner Meinung nach sehr gut und es liegt auch daran, es liegt am Film selbst, an der Geschichte, dann, wenn man genau hinguckt, dass es nicht einfach ein Kriegsfilm mehr war, noch einer, wo Geschichten geschrieben wurden, ohne zu laden meist, und dass die Figur so hilflos ist. Das war auch so hilflos war der Wolf selbst, möglicherweise, sagen wir mal. Aber dadurch, dass wir den Jackie Schwarz genommen hatten und der konnte nur Schulrussisch und war ein etwas linkischer junger Mann, war der Film antiheroisch. Mhm. Wissen Sie, die meisten Kriegsfilme verraten sich ja schon im nicht guten Sinne, weil die werden immer besetzt mit knallharten Muskelmännern, sodass du sagst, naja, na klar, führen die Krieg und zwar wie. So, also schon in der, die Jungs, die Schauspieler sind älter. Ich erinnere mich, ich bin die Autobahn lang gefahren, fuhr ein Lastwagen von der Volksarmee vor mir, nichts Besonderes, aber ich fahre dahinter und gucke da, also, und das Mensch, das sind ja Kinder. Die Kriege werden ja mit Kindern geführt. Ich rede jetzt nicht von dem besonderen, schrecklichen Kindersoldatenthema, aber auch der normale Soldat ist ein Kind letzten Endes. Immer noch, ja. Und das hat der Film nicht verschwiegen. Und ich glaube, in erster Linie ist diese moralische Haltung, hat ihn für das Publikum interessant gemacht, denke ich. Ja. Wolf wurde nebenbei gesagt, das fällt mir nur ein, weil war doch 3 Tage Kommandant in Bernau und dann wurde er 35 Jahre später, irgendwo in den 70er Jahren, inzwischen war er der Präsident und ein berühmter Mann, wurde er Ehrenbürger von Bernau. Und er hat sich das gefallen lassen, so mit ein bisschen Lächeln und warum nicht. Es war der Stil des Landes, also er war Ehrenbürger. Und dann war da eine kleine Zeremonie und die örtlichen Bezirksmenschen ehrten ihn und fühlten sich selbst geehrt. Und er sagte, wer waren denn, und sagte mir, der 4. Ehrenbürger in Bernau. Der sagt, wer waren denn die anderen? Sagt er, ja, der 1. war ein Brauereibesitzer, der hat die Kunst des Bierbrauens nach Bernau gebracht. Hochverdienter Mann. Und die 2. Ehren war eine Frau, war eine Hebamme, die hat Hunderten von Kindern in Bernau gesund auf die Welt geholfen, eine wunderbare Person. Und naja, und sie sind der 4. Und er sagte, und wer ist der 3? War eine lange Pause, danach die Adolf Hitler. Das ist eben deutsche Geschichte, wie sie ist. Ja. Und dass der Film behandelt das indirekt mit. Wer waren denn die Deutschen, die dann 45 die anderen getroffen haben? Wie waren so? Aber der wurde dann gestrichen wahrscheinlich. Der 3. Oder auch nicht? Der 3. wurde dann gestrichen wahrscheinlich aufgrund dieser Nachfrage. Du, seltsamerweise da habe ich mich nacherkundigt. Ich kann es für Bernau, ich glaube, diese Ehrenbürgerschaften, im gewissen Sinne ist ja auch wieder was dran. Es ist ja Geschichte. Also die wurden nicht gestrichen. Also in der Bundesrepublik würde man jetzt sagen, na klar, natürlich nicht. Ich meine, weil
Hitler wäre ja als minder belastet eingestuft worden wahrscheinlich, wenn er noch gewartet hätte. Aber diese Stadtchronisten, meine ich, sagen, naja, man kann die Sachen aus der Geschichte letztlich nicht rausstreichen. So. Ich weiß es nicht, also, aber ich glaube, nur gut, das ruht, aber es ist im Archiv. Ne? Sie haben mal in einem Interview gesagt, also im Neuen Deutschland, im März diesen Jahres, das Beste, was die DDR in die Einheit einbringt, sind die Leute. Das ist ja eine sehr allgemein lobende Formulierung. Würden Sie die so im Lichte aktueller Entwicklungen, auch sag mal, in Sachsen, in Dresden, Stichwort Pegida, auch so umfassend bestätigen? Oder war das eher so eine Ermutigung auch an die Leute? Lasst euch nicht unterkriegen. Naja, erstens war es eine Art auch von Selbstbehauptung. Ich meine, und dann glaube ich allerdings auch, dass die Erfahrungen, die in der DDR aufgehoben sind, der Krieg, die Niederlage im Krieg, die sozusagen als Befreiung, aber das ist ja auch ein Wort, das nicht jedem gefiel, aber ich bin ja nicht nur befreit worden in dem Sinne, dass das machte ich bei 19 eben auch nicht. Es gab ja Fernsehfilme, da kommt der Russe vom Dienst in den Keller und hat auch gleich noch Milch für die Kinder mit. Ja? So war es ja nicht. Nein, aber der komplizierte Geschichtsprozess. Und wenn du hier gelebt hast, musstest du dir eine Menge denken. Eine Menge mehr, glaube ich, als sich Leute denken mussten, die im Schwarzwald wohnten und einem hinterher die DDR erklärten. Ich habe das natürlich in so einem polemischen Zusammenhang auch gesagt, nicht? Dass du, weil dieses Scheitern eines großen Versuchs macht ja auch etwas mit Leuten und es macht einen anderen Blick auf die Welt, ja nicht, indem man sich da totstellt und sagt, das waren alles, wir haben nichts falsch gemacht, darum geht es nicht. Aber das, ich glaube, wenn man hier gelebt hat, man lebt da auch, ich habe auch oft gesagt, die Leute hier sind besser informiert als die Leute auf der anderen Seite. Aber einfach, weil erstens lebten sie hier, man lebte hier. Zweitens hat man den gesamten ideologischen Apparat, den dieses Land hatte, dem war man unterworfen. Gleichzeitig hatte man aber das andere Fernsehen vor der Tür. Die politischen Magazine aus der Bundesrepublik hatten mehr Zuschauer in der DDR, als sie proportional gesehen in der Bundesrepublik hatten. Aber eher nicht, weil sie halfen einem ja Denken üben. Weil hier war Denken angelegt bei uns. Und die Schule hat versucht, ein geschichtliches Denken anzulegen. Und gleichzeitig ging aber Denken geht doch wie Licht in ihre Richtung. Aber letztlich haben wir immer gespielt, ich weiß was du nicht weißt. Und in diese Richtung denken wir, und zwar ganz scharf, in diese Richtung denken wir nicht so scharf und da kommen wir gar nicht hin. Aber das ändert ja nichts daran, dass das Denken angelegt war. Das hat ja junge Leute, wenn sie groß waren, oft so irritiert, dass sie, wenn sie mit ihren Gedanken nun in die Wirklichkeit kamen, dass die anders war als die Schule, es ihnen beigebracht hatte. Aber man musste sich eine Menge, glaube ich, es ist eine Menge Wirklichkeit durch die Köpfe gegangen, wenn man hier lebte. Egal, welche Meinung man dazu hatte, man war gezwungen hinzugucken und nachzudenken. Man war betroffen, denke ich.
mache mal einen Sprung. Ich mache mal einen Sprung, und zwar 2008, wenn ich mich recht entsinne, hat Volker Schöndorf, mit dem Sie ja auch dann vorher und auch hinterher zusammengearbeitet haben, so ein Pauschalurteil über die DEFA abgegeben. Ein Aufschrei, haben Sie ihn angerufen und gesagt, was hast du da von Quatsch geredet, oder wie haben Sie das empfunden? Na, ich habe es für falsch gefunden und nicht richtig und auch, auch für töricht und letzten Endes nicht zu, es war ja nicht mit Argumenten besetzt, es war so en bloc. Also er hatte das gesagt, alle waren ihm mehr oder weniger böse, also alle, die es betraf, natürlich die einen mehr, die anderen weniger. Und er hat es, ich habe oft gehört, wie er es erklärt hat. Und, Sie haben ihm also verziehen. Sie haben ihm verziehen. Aber wir haben noch was, ich meine, es reden ja auf der Welt ganz andere Leute miteinander. Warum soll ich ihm einen solchen Satz, der gar nicht haltbar ist? Ich meine, wir haben gesagt, ich weiß noch, er hat, um es mal so zu sagen, er hat jahrelang bei jeder Gelegenheit zurückgerudert und hat gesagt, ich möchte hier nochmal sagen, dass ich das so nicht gemeint habe. Das hat, wenn du wissen, mehr Effekt gemacht, als wenn er es gar nicht erst gesagt hätte. Und er hat es dann auch erklärt, guck mal, er war als junger Mann, er ist mit 18 oder 19 nach Paris gegangen. Seine ganze Kinoerziehung ist verbunden mit dem französischen Film. Auch mit dem Weltbild, dem Pariser Weltbild über Kino. Das ist mediterran, das ist von, so. Das war, was er kannte. In diese Richtung hat er gedacht. Er sagte, wir haben gelegentlich irgendwelche ostdeutschen Filme gesehen, ganz selten damals. Und natürlich, von heute her gesagt, wir waren große Ignoranten und so weiter, aber wiederum sagt er, du, ich kannte das nicht genau, ich hatte das Gefühl, das ist etwas, was mich nicht interessiert. So, und dann gab es ja noch die Ungarn und die Polen. Diese Filmschulen hatten einen größeren Ruf als das DDR-Kino. Im gewissen Sinne auch mit Recht, weil da war mehr Widerspruch drin in dem Film. So die DDR, also man muss sich da nicht so erschrecken. Aber es ist inzwischen ja 20 Jahre her oder noch länger. Und eher, ja, manche Sätze bleiben eben lange haften. Bleiben lange haften, aber bei Totschlag wäre er heute frei. Sehr gut. Okay, das wäre jetzt mal auch die Gelegenheit, Sie zu fragen oder euch zu fragen, ob jemand eine Frage stellen möchte oder eine Bemerkung machen möchte. Ja, bitteschön. Sie hatten vorhin zu Recht gesagt, dass wenn Kinofilme ins Kino kommen, doch also von den großen Filmen bestimmt wird, was da passiert, wer welcher Film reinkommt, von der Qualität oder auch von der Masse. Welche Rolle spielen eigentlich jetzt diese vielen kleinen Programmkinos, die es ja gibt in diesem Land? Ja. Die also doch also gutes Angebot an Filmen anbieten oftmals und damit auch bestehen können gegen diese UCI oder sonst was, diese Gruppen. Ich halte die nämlich für sehr wichtig. Da haben Sie völlig recht. Die spielen eine gute Rolle, diese Kinos. Das meine ich nicht. Wie sehen Sie die Chance und was ist Ihre Meinung dazu? Ja, diese Kinos werden eigentlich, würde ich sagen, immer wichtiger, weil es oft die einzigen Plätze sind, wo zum Beispiel junge Leute ihre Dinge ausprobieren können. Und halte ich für, und man findet nebenbei gesagt dort auch wirkliche Enthusiasten. Mit diesen Kinos wird ja niemand reich. Also das Geld wird woanders verdient. Aber Leute, die Filme lieben und diese kleinen Kinos bauen sich eine bestimmte Klientel auf, die schaffen selbst ein Publikum. Und neulich sprachen wir da zufällig drüber mit Edgar Reitz, der diese relativ berühmten Heimatfilme, die aber auch keine Kassenmagneten sind. Und der sagt, man müsste eigentlich, wir sprachen über diese kleinen Kino und über die Liebe, die Leute da reinstecken, die diese Kinos betreiben. Er sagt, man müsste eigentlich ein Studienfach Kinoleiter
oder Kinochef einführen, um daraus ein Berufsbild zu machen. Also, dass man nicht mehr dann mit dem Auge des Desinteresses hinguckt, sondern sagt, diese Leute tun etwas sehr, sehr Wichtiges und es sollte ist ja mehr oder weniger Zufall, wer macht sowas? Ich lerne oft Leute kennen, die haben eben irgendwann beschlossen, ein kleines Kino zu betreiben und die Bedürfnisse, das finden sie in dem Beitrag in der DDR und dann hat es so immer einen Nachklang von DDR, aber sie finden das genauso in der Bundesrepublik, dass die Leute nicht zufrieden sind mit der allabendlichen Fernsehwalze, mit den Modellen, die sich sehr oft nur sich selbst reproduzieren, wo wenig Neues drin steckt. Altes kann ja auch neu sein. Also dieses Kultur als Prozess, als Sache, an der man teilnimmt, das wird durch solche Kinos bedient und das ist sehr verdienstvoll. Ja, danke schön. Gibt es weitere Fragen oder Bemerkungen? Die Temperatur steigt, ich merke das schon, ich sehe das, aber ein paar Minütchen werden wir noch vielleicht mit der Frage, die werden Sie wahrscheinlich sagen, also Quatsch oder so eine Klischeefrage. Wir als politische Partei fragen uns ja, wenn Sie uns so betrachten, würden Sie uns ein anderes Drehbuch schreiben? Was würde ich machen? Na, wenn Sie die Linke betrachten, würden Sie sagen, ich schreibe denen mal ein Drehbuch, wo sie mehr Power haben oder wo sie die Leute besser überzeugen. Hätten Sie da so Tipps? Ein Skript oder ein... Na, für die Wirklichkeit, Tipps so als Berater. Ich weiß nicht, ob es Drehbuchautoren gibt, die politische Parteien beraten. Wenn das jetzt jemand Ihnen sagen würde, beraten Sie mal die Linke so als Drehbuchautor, was... Ich würde mal erst mal sagen, das ist schwerer Stoff. Ja, schwerer Stoff. Sie könnten ja auch die Schauspieler nicht einfach so besetzen, ne? Ja, ja. Zum Beispiel. Ja, klar, die man kannte, sind alle alt inzwischen, die in einem solchen Stoff gespielt hätten. Ich glaube, alles, was soziale Fantasie muss geweckt werden, glaube ich. Und Film oder Literatur oder Kunst hat ja mit Fantasie zu tun. Das ist so ein Riesenproblem, dass die technische Fantasie sich so viel schneller entwickelt als die soziale Fantasie. Es sind die wahnsinnigsten Dinge, können passieren heutzutage und die Apparaturen, in denen wir leben, verbergen das ja auch. Also alleine man kann nur mit der Wahrheit operieren, aber was ist die Wahrheit? Und gibt es eine oder... Ich meine, man denkt ja dauernd über solche Dinge nach. Also Demokratie mal jetzt genommen als eine Art des Umgangs miteinander, dann braucht es dazu Zeit. Es braucht nämlich, einer muss reden, der andere muss zuhören. Da müssen sie gemeinsam nachdenken. Und da müssen sie sich auf irgendetwas einigen oder nicht einigen. Will ich nur sagen, nur wenn ich mir vorstelle, das braucht Zeit, wie auch Kulturzeit braucht. Und inzwischen ist das Geld dreimal in Tokio und ist schon wieder da und hat wahnsinnige Dinge angerichtet jetzt, gute oder böse, aber auf jeden Fall, das ist so viel schneller, diesen finanziellen Apparat, als es die politischen Apparate sind und sein können. Aber manchmal hört man das Gras wachsen, aber manchmal auch nicht. Ich glaube, dicht neben den Computern wohnen die Rätsel. Und die Rätsel sind groß. Ich bin an sich kein Pessimist oder gar so. Ich denke irgendwie,
wir alle miteinander Menschen oder so, wir werden irgendetwas miteinander machen. Wenn auch im vorletzten Moment, habe ich immer gedacht, weil die Trägheit der bestehenden Umstände ist groß. So, die, aber wenn ich denke, wie sich heutzutage, wie merkwürdig und auf welchen Nebenwegen sich die Temperatur verändert und die Beleuchtung verändert. Ich bin eine Nachkriegsgeneration. Eins schien mir immer außer jeder Frage zu stehen, so etwas darf es nicht wieder geben. Und plötzlich wird es wieder gedacht, es wird auch schon wieder beredet, es ordnet sich der Mainstream wie die Eisenspäne beim Magneten, alle in die gleiche Richtung. Es passiert beinahe im Selbstlauf. Ja? Also man muss da niemand indoktrinieren. Und dann denke ich schon, was haben wir eigentlich gemacht, alle miteinander, jetzt 50, unser Leben lang, wenn wir am Ende so wenig Gewissheit haben, dass das nicht alle Fragen offen sind, auch die schrecklichsten. Ja? Aber man kann nur versuchen, seine eigenen Fragen also ins Öffentliche zu bringen oder darüber nachzudenken oder wie auch immer. Aber es ist wie gelb auf der Ampel. Man weiß nicht, ob es grün oder rot wird. Wenn so viele Fragen offen sind, dann frage ich Sie natürlich auch, schreiben Sie an einem weiteren Drehbuch? Arbeiten Sie an einem weiteren Film? Ja, aber da will ich wenig drüber sagen, weil ich nicht gerne... Aber auf alle Fälle ist die Antwort ja. Es gibt einen Roman von Eugen Ruge, der heißt Die Zeit des abnehmenden Lichtes, ja. Und das wollen wir verfilmen. Und ich habe ein Drehbuch geschrieben, Matti Geschonek soll der Regisseur sein. Und wir denken im Augenblick über die Besetzung nach und wir wollen ihn noch machen. Es gibt einen Produzenten, es gibt einen Verleih. Also es hört sich so an, als würden wir das machen. Da freuen wir uns drauf. Ja, da können wir jetzt mal klatschen. Das war jetzt. Und also ich glaube, wir sitzen hier auf der Bühne, wir haben es besonders warm. Also ihn scheint es nicht auszumachen, aber erstaunlich, toll. Aber unsere Zeit ist fast um, die wir eingeplant hatten. Sie hatten sich ja bereit erklärt, wenn jemand ein Autogramm haben möchte, bekommt er das auch? Aber ja. Aber ja. Draußen haben wir noch ein paar Exemplare von den Büchern. Klaus, oder sind schon alle ausverkauft? Also man kann noch kaufen. Ich habe keine Ahnung, was es kostet. Steht bestimmt hinten drauf. Das ist preiswert. Ja. Naja, Sie müssen wissen, wir machen ja in jedem Monat so eine Veranstaltung und... Ist es manchmal nicht so einfach, jedes Mal das Buch auch zu kaufen. Also, ja, da, aber das ist halt auch ja, Dialektik. Jeder kann den Raum nach jeder Seite verlassen, ohne ein Buch mitzunehmen. Okay. So, aber bevor ich mich bei Ihnen bedanke und auch ein kleines Geschenk noch überreiche, muss ich Ihnen leider sagen, dass wir jetzt natürlich in die Sommerpause gehen. Sie werden wahrscheinlich auch alle irgendwie auf die Datsche fahren oder in den Park gehen, sonst was machen. Sie können aber auch am Sonnabend hier auf den Luxemburgplatz kommen. Hier ist das Fest der Linken. Da gibt es die verschiedensten Angebote, Veranstaltungen, auch Lesungen, zum Beispiel auch mit Jenny Erpenbeck und Tim Herden. Krimis, also alles Krimis. Ich glaube aber, die Krimis sind länger als 40 Seiten, die Tim Herden geschrieben hat. Davon mal abgesehen. Also da können Sie gerne selbstverständlich hier nochmal herkommen. Ansonsten, wie immer, wissen Sie schon unsere nächsten beiden Termine. Am 27.09. wird Katja Kipping hier sein. Sie hat ja auch ein Buch geschrieben, das hat den Titel Wer flüchtet schon freiwillig. Und sie wird das hier vorstellen und wir werden dann mit ihr darüber diskutieren. Sie können sich heute schon anmelden und auch den Platz dann sichern für die Veranstaltung.
Und der andere Termin, den habe ich jetzt nicht im Kopf, aber der ist schon bekannt gegeben, ist mit Raul Zellig. Und ich denke, da werden wir auch interessante Anregungen bekommen. Jetzt aber, ich hoffe, Sie trinken Rotwein. Haben wir noch eine kleine Flasche Rotwein für Sie? Oder was heißt eine kleine, ganz normale Flasche Rotwein für Sie? Also, Bemerkung, ja. Manchmal kommen einem so unpassende Worte. Also eine ganz normale Flasche Rotwein. Herzlichen Dank. Und